Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial in Word 2010. Heute schauen wir uns an, wie schneidet man Textstellen aus, verschiebt sie oder kopiert sie. Um Textstellen zu verschieben, muss ich sie natürlich vorher markiert haben. Entweder Doppelklick und die Zeile ist markiert, dann kann ich sie mit der Maus nehmen, indem ich hier draufklicke, linke Maustaste gedrückt halte und dann sieht man, der Cursor hat hier so ein Rechteck und gleichzeitig entsteht hier so ein Strich und je nachdem da, wo er hinspringt, wenn ich jetzt hier die Maus loslasse, der Strich ist bei der Absatzmarke, dann zieht sich dieses Textteil entsprechend an diese Stelle. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich könnte natürlich auch sagen, ich schneide das aus mit der Tastenkombination Steuerung und X. Dann gehe ich mit dem Cursor an die Stelle, wo ich das Ganze hinhaben möchte und sage Kombination Steuerung und V. Dann habe ich das Ganze wieder eingefügt. So, jetzt zum Kopieren. Ich habe hier natürlich die Absatzmarke mit kopiert, darum hat sich hier eine Leerzeile gebildet. Beim Kopieren kann ich sagen Steuerung C und danach kann ich mit Steuerung V ebenfalls wieder diese Textstelle einfügen. Allerdings diesmal bleibt sie erhalten, weil ich sie nicht ausgeschnitten habe. Also erste Möglichkeit mit der Maus entsprechend den Textteil verschieben, rüberziehen oder mit der Tastenkombination oder es ginge hier auch noch kopieren und einfügen oder dann entsprechend mit der rechten Maustaste kopieren und rechte Maustaste einfügen.